Die nächste Übung ist eine Variante des Armstütz. Bei dieser Übung ist der Kopf der niedrigste Punkt. Wenn ihr Probleme mit Kreislauf oder Bluthochdruck habt, passt bei dieser Übung besonders auf. Der Körper bildet wieder eine Linie und alles ist fest angespannt. Diese Position haltet ihr 45 Sekunden lang. Achtet auf eine kontinuierliche Atmung und passt auf, dass der Kopf immer in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Nach 45 Sekunden macht ihr eine Pause. Ich zeige euch aber jetzt sofort schon ein paar Varianten. Die erste Variante ist, die Position des Balles zu verändern. Wandert deshalb mit dem Oberkörper nach hinten, sodass der Ball weiter unter eurem Bauch rutscht. Wichtig ist, die Körperspannung auch hier zu halten. Das Ganze wird schwerer. Nach 45 Sekunden lasst ihr wieder ab. Ich zeige euch wieder noch ein paar andere Varianten. Die erste Variante ist kleine, kurze Tappings unter maximaler Spannung. Alternativ könnt ihr Krätschbewegung machen. Noch ein Tipp, wenn ihr nur am Halten seid, drückt eure Fersen fest zusammen. Dadurch bekommt ihr die maximale Körperspannung.